Seit Jahren werden die Wälder unserer Erde teils illegal abgeholzt. Das gesamte dramatische Ausmaß geht jetzt aus dem jährlichen Bericht der Global Forest Watch der Universität Maryland in den USA hervor. Demnach sei im vergangenen Jahr weltweit insgesamt eine Fläche von 12 Millionen Hektar Tropenwald zerstört worden. Das entspricht der Größe Englands. Dabei handelt es sich um den drittgrößten Verlust von Tropenwäldern seit 2001. Minütlich wird Waldfläche von der Größe von 30 Fußballfeldern zerstört. Fast ein Drittel der betroffenen Fläche ist laut dem Bericht besonders schützenswerter Urwald der ältesten Generation. Somit fallen teils jahrhundertalte bis jahrtausendalte Bäume der Motorsäge zum Opfer. Gerade der brasilianische Amazonas wird unter dem Präsidenten Bolsonaro noch deutlich schrumpfen, obwohl der Regenwald des Landes bereits jetzt einen Verlust von 13.500 Quadratkilometern zu verzeichnen hat. Das ist etwa ein Drittel des Gesamtverlustes. Mit etwas Abstand folgt die Demokratische Republik Kongo mit 4.800 Quadratkilometern. Dahinter Indonesien mit 3.400 Quadratkilometern, Kolumbien mit 1.800 Quadratkilometern und Bolivien mit 1.500 Quadratkilometern. Der afrikanische Inselstaat Madagaskar verlor letztes Jahr 2% seines Regenwaldes. Schuld daran sind vor allem die Viehzucht und Landwirtschaft. Mit der Rodung unserer grünen Lunge setzen wir klimaschädliches Kohlendioxid frei und verringern die Kapazitäten zur Aufnahme von CO2. Ebenfalls bedrohlich ist der UN-Bericht zum Stand der Artenvielfalt. Demnach sind zwischen 500.000 bis 1 Million Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Viele davon könnten schon in den kommenden Jahrzehnten verschwinden, heißt es in der vorläufigen Fassung. Schuld an diesem Massenaussterben sind Experten zufolge die Landwirtschaft, die Abholzung, der Bergbau, die Fischerei und die Jagd, ebenso wie der Klimawandel und die Umweltzerstörung. Rund die Hälfte aller Ökosysteme an Land und im Wasser seien schwer beschädigt. Die ersten Auswirkungen des vom Mensch gemachten Klimawandels bekommen wir auch jetzt wieder zu spüren. Der diesjährige April ist bereits so heiß und trocken, dass in ganz Europa die Wälder zu brennen beginnen und in Deutschland fast überall die höchste Waldbrandgefahr verhängt wurde. Experten rechnen mit einem weiteren Dürresommer, womöglich sogar mit einem weitaus schlimmeren als letztes Jahr. Gerade weil wir auch noch die Wasserdefizite der vergangenen Dürreperiode mitschleppen. Denn trotz der ganzen Schneemassen war auch der Winter viel zu trocken, sodass die Wasservorräte nicht aufgefüllt werden konnten. Erschreckend? Dann geh, wenn du schon volljährig bist, am 26. Mai wählen. Die Europawahl steht an und du kannst mit deiner Stimme entscheiden, welchen Kurs die Politik einschlägt. Gebe den Fridays for Future Demonstranten eine Stimme und wähle am 26. Mai Abgeordnete, die sich konsequent für das Überleben von Mensch und Natur einsetzen. Noch können wir das Ruder herumreißen. Doch dafür brauchen wir den richtigen umweltpolitischen Kurs. Geh wählen, 26. Mai, Europawahl.